Hallo und herzlich willkommen hier zu unserem gemeinsamen Let's Play von Bloodborne und mittlerweile Teil 20. An meiner Seite natürlich die Kirby. Hallo. Ah, die brauche ich auch unbedingt heute als Unterstützung. Also immer ja, als natürlich, Unterstützung. Ne? Aber warum? Was ist denn heute? Was muss ich machen? Muss ich Sachen finden? Ich kann immer gut Sachen finden. Nein. Wir müssen jetzt Endgegner fertig machen. Du musst nur deine Hand halten, metaphorisch. Ja, bitte. Weil in Wirklichkeit wäre das ja blöd. Ach, guck mal. Aber erstmal ein bisschen zum Warmwerden. Ja. Hätte ich diesmal gar nicht angeholt. Nee, stimmt. Lustig. War sehr nett. Das ist der Rabe. Rudi, der Rabe. Rudi. Ganz schlecht. So. Ich bin richtig mies drauf. Du? Ja, ja. Ich bin so mies drauf, dass die jetzt alle mir leid tun. So, mach dir die Lampe aus. Die wird wieder grün. Mach die Lampe aus, hab ich gesagt. Gib mir Blutfiolen. Für später. Boah, das ist alle voll wieder. Ja. Ah, du auch. Weg mit dir. I like it. I like it a lot. So. Wir werden nämlich jetzt gucken, kannst du dich noch an die große Tür da oben erinnern, wo wir links abgebogen sind, um mal ganz kurz zu Hemwick zu gelangen? Nein. Nein? Die ganz gehen ehrlich, in die Richtung auf jeden Fall leider. Ganz ehrlich nicht. Und wir werden da auch hingehen. Das war erst nochmal Hemwick. Was ist Hemwick? Hemwick war dieses eine Dorf, wo wir die Hexen besiegt haben. Ah, ja. Ich kann mich immer noch nicht an den Weg erinnern, aber ich weiß wieder, was Hemwick ist. Genau. Das war die Knochenstraße, ne? Genau. Hemwick Knochenstraße. Genau. Guck mal, da ist einer runtergefallen. Das war letztes Mal schon. Der hat das auch gemacht. Stimmt, der hat hier... Der schießt, ne? Ja. Ich dachte, wir könnten uns überraschen, ne? Ja, aber wirklich. Nix da. Don Corleone. Lächerlich. Und weiter. Komm, ja, so ein Witz. Au. Gib mir meine Energie zurück. So, eine Spritze reingraben. Jetzt habe ich mich so erschrocken. Das hat echt gezogen in meinem Bauch gerade. Ja, den wollte ich jetzt auch nicht unbedingt. Den hatte ich fast vergessen. Ich habe auch nicht mit Training gespielt. Ich bin so angespannt. Da oben steht auch noch ein Säbelmann, der sich vielleicht runterfallen lässt. Und, ach, ich sehe auch keine. Mann, war ein Scherz immer. Ja, wirklich, ne? Hat der überall Schellen an den Knochen oder was? Ach komm. Das ist ein krasser Dummer, Junge. Weg. Das war nichts. Aber einen rufen aus. Ja. Die eine Leiche. Ich hab mich auch ein bisschen erschrocken, wollte ich gerade sagen. Zusammengezuckt. Eigentlich müsste man das echt mit Facecam spielen. Das wäre total lustig. Aber die eine Leiche hatte auch noch was vergessen, aber das ist wahrscheinlich nicht so wichtig. Die, ich glaube, das waren da auch hinten, Silberkugeln. Da. Ja? Ja, ich meine. Der hat Silberkugeln, der hat aber keine Pistole. Ja. Doch, hat Silberkugeln, hast recht. Gut, dann will ich nichts gesagt haben. Halleluja. Ja, da oben steht noch einer mit einer Axt, ne? Rechts oben. Höher, da. Ach, da. Da lässt die jetzt runterfallen, oder? Ich hoffe. Es hat geknallt. Ja, da kommt er. Oh. Der Sensenmann. Why? Why I have to do that? Zwing dich dazu, ich sag's dir. Ich will gar nicht.
Ich muss mir den Anfang nochmal angucken von dem Spiel. Wie du überhaupt in diese missliche Lage geraten bist. Ich kann mich an einen Seziertisch erinnern und an jede Menge Blut. Aber so ja, wir sind halt in einem Labor aufgewacht. Ne? Ja, und dann nach einer Bluttransfusion, nach einer Blutkur vielleicht. Ich weiß nicht was. Und dann in so ein Blutbad reingefallen. Ne? Da war auf jeden Fall alles voller Blut. Ja. Hallo. Hab ich auch. Kann ich auch. Das ist sogar besser als die Amisch. So, Amisch. Wer Amisch darf, muss auch Bämisch sagen. Der hat dich verhext. Also der wird ja. Uiuiui. Freund der Nacht. Dafür habe ich mir wenigstens zwei Blutfiolen hintergeholt. Das sind da, glaube ich, alle Freunde der Nacht. Oder Feinde des Tages zumindest. So, wir gehen da gleich da oben durch. Die Tür, da meintest du. Genau, und da sind wir ja zuerst lang. Guck mal eben, ob wir hier noch irgendwas vergessen haben. Ich meine aber eigentlich nicht. Ich kann mich echt nicht satt sehen an dem Spiel. Es ist alles so schön. Also natürlich ist es irgendwie nicht schön, aber es hat doch eine gewisse schaurige Ästhetik. Geht's denn hier hin? Aber hier waren wir schon. Ja, das ist doch dieses Gebirge, wo man überall runterfallen kann, wo wir aus den Hütten rausgekommen sind, oder? Ah ja, genau, richtig. Also Hemwick ist das dann, ne? Aber andersrum quasi. Ja, genau. Ja, sehr gut. Dann müssen wir nämlich jetzt durch die Tür. Ich bin aufgeregt. Ich will sie auch vor mich herschieben. Das kann ich erzählen, wie aufgeregt ich bin. Ich zucke hier nur noch zusammen. Das ist jetzt eine Glocke und ich bin schon wieder völlig fertig mit dem Nerv. So, gucken wir nochmal. Da gehen wir jetzt rein. Jawohl. Ich benutze einfach doch nochmal was. Das ist besser, wenn man ganz oben hat, die ja. Energie. Natürlich, man muss immer oben auf sein. Richtig. okay. Auf geht's. Was für eine unpraktische Tür. Ich habe den betäubenden Nebel übrigens ausgerüstet, weil wir es jetzt bald mit einem Gegner zu tun haben werden, der sich auch wieder regeneriert. Selber. Und den muss man, wenn der tot ist, betäuben, damit er sich nicht regenerieren kann? Nee, nicht wenn er tot ist, sondern so gegen den letzten Drittel. Guck dir mal bitte die Statuetten an. Da weißt du doch schon, mit wem wir was zu tun bekommen, oder? Das sind ja nur die Sauköpfe überall. Eieiei, ehrlich. Guck dir das an. In Octopussys Garten. Das ist doch hier die heilende Kirche, glaube ich, ne? Wo wir jetzt hier sind. Okay. Meine ich jedenfalls. Wie heißt denn die andere Kirche? Irgendwas mit Kathedrale, glaube ich. Ja, Oedons Kapelle. Ah, Kapelle, genau, das war's. Aber die heilende Kirche, das ist doch, da hat uns doch jemand hingeschickt, ganz am Anfang. Hier müssen wir doch irgendwas machen. Genau. Das Einsammeln, Kelch? Ne, den haben wir schon. Okay. Räuberdinger. Schade, dass wir die Armee hier nie sehen werden, was wir zu ausgehen. Wow, es läuft nicht so gut, wie ich gedacht hätte, dass es laufen sollte. Ja,
Reichweite ist krass. Besser noch mal aufladen. Oh nein! Fuck! Oh, ob ich das überlebe, weiß ich nicht genau. Die Heilzüge verrückt. So.
Fuck! Falsche Richtung! Oh nein, aber das war egal. Verdammt. Okay, der Kampf geht besser. So, Blutfiolen eingepackt. Und nochmal, los geht's. Jawohl, das ist ganz schön aufregend. Ach, Gott sei Dank. Ja, ja, komm her. Aber ich dachte gerade, da steht einer hinter dir. Diese Statue auf einmal mit erhobener Hand so im Bild war. Ja, kommt her. Genau, am besten wir beide. Ja, das wäre cool, ne? Wenn wir durch beide durchschießen. Ja. Naja, wenn es mit einem geht, dann mit dem, ne? Ja, ja. So. Und da ist der eine noch, der schießt und so. Genau. Der sich da gleich runterfallen lässt und dann der Große, der so scheppert. Oh, die zwei. Und. Ich überlege eigentlich die ganze Zeit, ob ich einfach durchlaufen soll. Aber wenn das denn ging, ne? Der eine, der schießt, ist halt das Problem, weil der Dicke, der wird dich blocken so ein bisschen, dass du nicht schnell laufen kannst und dann fängt der an zu ballern, nimmst du auf jeden Fall Schaden. Denke ich, oder? Sehe ich nicht. Ach, ich probier's. Guck mal, da steht einer, ne? Mhm. Da auch. Ja, das ist doch mal super gut gelaufen. Habt ihr vielleicht Blutfiolen? Das wäre eigentlich mal, Brauchen Sie doch unter nicht rein. Genau. Das wäre doch mal... Oi. Ja. Hör mal. Komme. Da. Komm, bitte, drei Blutfiolen. Why not? Ach, ihr seid doch auch Assis. Jetzt muss ich hier. Mann. Ungern. Naja. 15 ist auch die schönere Zahl. So, was soll's, ne? Was soll's? Wir probieren's jetzt. Du schaffst das. Ja, wird Zeit. Naja, ganz ruhig, Großer. Oh, spring mal lieber. Oh, nicht sowas. Oh nein, du sollst auch nicht machen, das hab ich dir verboten. Nein, das hab ich dir auch verboten. Das hab ich dir... Haha, was war das denn? Keine Ahnung, mit Angst gekriegt. Hast mit Angst zu tun gehabt, ne? Hey, ja. Ich würde mich auch erstmal an deiner Stelle heilen. Ey, das ist doch eine blöde Attacke von mir. Eine blöde Attacke. Thank you.
war aber unfair. Die Waffe der Wahl. Ey, wie konnte das passieren? Ich bin da ausgewichen.
Slow down, bitch. Oh, das ist echt. Ich habe jetzt nur noch 3 Heiltränke auf einmal. Das dachte ich, das war. Es fehlt noch die Hälfte. Ach, Goldanhänger gehört uns. Ha, ha, ha. Boah, ja. Ich hoffe, es ist auch okay, dass ich dann auch recht still bin. Aber man will ja auch nicht mitten in diesen Kampf reinquatschen. Ich finde, da passiert jetzt schon genug. Ja, ich konnte allein auch schon nichts mehr sagen, weil ich war zwischendurch dann echt konzentriert. Ich hatte das auch so ein bisschen im Blick. Ich so, oh Mann, jetzt wird es langsam echt eng. Und diese Knochenmarkasche übrigens, anstatt 21 Schaden, macht die echt mal 158 mit der Kugel. Aber leider immer nur für eine Kugel. Deshalb habe ich auch leider nur noch eine Knochenmarkasche übrig. Ja, war schon. Aber war sonst nichts mehr. Fetter Kampf, war super. Ja, super, super. Das finde ich auch. Deshalb machen wir das auch mal ganz kurz, gucken wir uns den Anhänger an. Ja, genau. Ich wollte auch wirklich das Risiko nicht eingehen, mit irgendwelchen dummen Gequatsche deine Konzentration zu stören. Und da ist er. Es passiert da auch genug. Vikarin Amelias Anhänger, erhalte Blutedelstein. Ach, Vikarin Amelias Anhänger. Mhm. Erhalte Blutedelstein. Anhänger von Vikarin Amelia, zur Verwandlung in einen Tropf Blutedelstein genutzt, der Waffen verstärkt. Dieser Anhänger, der von Vikaren weitergereicht wird, die der heiligen Kirche vorstehen, erinnert an das warnende Sprichwort. Berühre den Altarschädel, um das Sprichwort zu enthüllen. Mhm. Ist das Sprichwort vielleicht das Passwort? Mhm. Wer weiß es, ich weiß es nicht. Wofür brauchen wir ein Passwort? Für die eine Tür, an die wir waren, an diese eine Holztür. Ach, wo du dann sagst, dass du gehst nochmal zurück, weil eventuell auch ein Endgegner. Genau. Mhm. So, dann berühren wir doch einfach mal den Schädel, oder? Natürlich, ich wollte schon immer mal einen Schädel berühren. Nord! Oh, der sieht auch echt fies aus, der Schädel. Das ist kein menschlicher Schädel. Nicht? Nein. Vielleicht von einem Riesen. Die anderen da draußen sind ja auch recht groß. Ja, aber jetzt auf diese nach vorne gezogene Schnauze da, ne? Ja, stimmt. Vielleicht war es mal ein Mensch. Noch Blut dran. Meister Willem, ich will mich verabschieden. Oh, ich weiß es. Was wollt ihr? Mich betrügen? Nein, aber ihr hört nicht zu. Ich schwöre, das Diktum gilt für mich. Wir sind vom Blut geboren, Mensch geworden durch das Blut, vernichtet vom Blut. Unsere Augen sehen noch nicht. Fürchtet das alte Blut. Ich muss jetzt gehen. Fürchtet das alte Blut? Bei den Göttern, fürchtet es. Wow. Seid ihr Lawrence? Und habt ihr es gefürchtet? Ja, anscheinend. Nicht genug. Heute aufregend. Und die Glocke ertönt. Ich glaube, das ist ein Zeichen für uns zu gehen. Hat Spaß gemacht. Im nächsten Teil werden wir uns dann nochmal in die Oedon-Kapelle begeben, auch nochmal in den Traum des Jägers. Und vor allem haben wir vielleicht noch jemanden, gegen den wir kämpfen müssen. Wie immer. Es gibt viel zu erfahren. Jawohl. Hat Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bye, bye. Tschüss.